getötet. Flach, wie kann uns das Ding immer noch verfolgen? Lauf, los! Wow. Ich hasse alles auf diesem Schiff! Los, los, los! Ich hab nun mal kurze Beine! Hebt deine Füße, Peter Quill! Diese Stiefel sind schwer, okay? Springt! Was? Springt! Springt! Ja, komm, hier, zack! Wir müssen uns vorwärts bewegen, Quill! Warte, ja. Oh no, nicht schon wieder. Dann sammelt das Kämpfen satt. Es sind einfach zu viele. Nehmen wir den Aufzug. Hört euch gut, kommt rein hier. Welchen? Oh. Achtung! Bedrohung ist richtig. Kehr zurück ins Gefängnis. Ach du Heiliger. Quill, hör auf, Zeit zu verschwenden. Gute Idee. Vorwärts bewegen, Quill! Der Aufzug hier. Los, Leute! Alle Mann hier rein! Es sind einfach zu viele! Nehmen wir den Aufzug! Rein hier. Rex. Hört auf Groot, kommt rein hier! Die Milano müsste jetzt jeden Tick eintreffen. Naja, besser ging's eben nicht. Und unser Zeitfenster wird auch kleiner. Sie eröffnen bestimmt das Feuer, sobald sie öffnen. Ja, sie ist im Schleichmodus. Aber wer weiß, was für Sensoren Rake auf diesem Ding hat. Nehmen wir mehr als nur das Gehirn im Eimer. Diese Der lebt noch. Wieder ein Kultist eliminiert. Wickelt sie ein, Truppe. Schlag dich zusammen. Mit Freund. Sei nicht traurig. Blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus. Wir werden Nahkampf gehen. Sehr viele hier. Tu ihn weg! Begrüße den Tod! Zeig ihn, Bro! Geht's weiter? Zerquetsch die Drecks! Wow! Sei nicht traurig, blas ihnen weiter ihre Mistlichter aus. Hier kann ich die gesamte Armee abhängen. Wir müssen sie abschneiden, sonst sterben wir hier. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich diese Batterien überlasten, damit dieser Teil des Schiffs Bumm macht. Und von wie viel Bumm reden wir da? Finden wir es raus. Beschäftigt sie, während ich alles vorbereite. Ah, ja. Da kommen die Freaks. Ich brauche Zeit, Quill. Halte mir diese Flatter vom Schweif. Drax, schleudern! Warum konnten Sie nicht eine der 242 programmierten Waffen benutzen, die ich beherrsche? Du schaffst das! Ich weiß es! Wirf's auf sie, Großer! Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung! Wir sollten auch auf den Schmerz! Mach's kaputt! Gut gemacht! Ein unauffällig durchgeführtes Manöver!
Ich vermisse Gamora gerade wirklich. Ich sag dir, sie ist einfach nicht teamfähig. Sag der Typ, der frisch wieder im Team ist, nachdem er uns verlassen hatte. Flock! Quill, ich schwör, wenn du zulässt, dass sie mir in den Hintern schießen. Keine Sorge, wir geben dir Deckung, Mann. Kommt mir aber nicht so vor. Er hat sich Drax geschnappt. Ist doch gerade um die kleinen. Rocket, he läuft! Lenk mich nicht ab, wenn ich potentief in Sprengstoff stecke! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen! Keine enorme Stärke wird zu wenig einschalten! Na komm! Der Trick ist, sie zu besiegen, bevor sie dich besiegen! Lass ihre Lichter ausgehen! Mit Inbrunst! Blöde quantengesperrte, dreifach gesicherte Mistware. Du machst mich nervös, Mann! Ich schaff das, Bruce. Hilf den anderen! Oh nein, Groot. Block! Quill! Er hat Groot! Ich mag die Vorstellung, das niederträchtige Gerät zu bezwingen. Drax! Tritt ihn in den Arm! Packen und ziehen, Groot! Mach kaputt. Was dich kaputt macht. Der mechanischen Bestie gehen die Gliedmaßen aus! Okay, die ist scharf. Beschäftigt die Irren, während ich die nächste lege. Ja, ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können! Ihr müsst einfach! Wie viele musst du noch? Ich will dich nicht hetzen, aber... Dann hetz mich nicht! Groot, Zeit zum Anwenden! Ausschwärmen! Wir müssen hier viel Raum sichern! Haltet mir diese Penner vom Leib! Nein! Ich hab dich gerettet! Große Probleme verlangen nach großen Lösungen! Danke, der Kultist ist mir voll reingelaufen! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, wann Schluss ist! Rocket, sollten wir so nah an diesen Dingern schießen? Gute Frage! Theoretisch gehen wir wahrscheinlich nicht mit hoch! Mach dein Ding, Drax! Der Tod ist da! Diese Schlacht muss enden! Ich versuche sie mit einem großen Knall zu werfen! Oh Gott! Ich bin Groot! Genau! Der schwimmende Freak repariert den Rest! Ich bin Groot! Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Dann steck ihn in einen leichten Sack! Problem, Lösung! Take him! Wieder ein Versprechen gebrochen! Könnt ihr ein bisschen durchzugebrochen? Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Mir geht's ums Überleben, Drax! Dann wären das immer mehr. Wow. Ein bisschen stressig gerade hier. Diese Schlacht muss enden! Ich arbeite dran! Zeig's ihn, Drax! Heilige Gnade! Wir haben viel Platz! Nutzen wir ihn aus! Weg mit ihm! Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Hier geht's ums Überleben! Ehrenvoll! Oh ja, das wird groß! Wow. Klingt gut, Kumpel, aber mach hin! Okay, halten wir sie von Rocket fern! Hört auf den Mann, wenn ihr weiterleben wollt!
sie weg, Rex! Du schaffst das! Okay, alles sprengbereit! Wir müssen sofort hier raus! Oh no! Wie viel Zeit haben wir? Oh no, ich no! Ich hab vielleicht übertrieben! Lauf! Nein! Nein! Rocket, wo ist unser? Bewegung! Bewegung! Oh, verdammt! Wo führt das hin? Raus, wohin? So nicht. Das war knapp. Sieht nicht so aus, als wäre das vorbei. Hier kommen wir nochmal wieder. Wir müssen zurück. Bist du verrückt? Ich stehe zwar total auf Amokläufe, aber wir sind da kaum lebend rausgekommen. Was ist mit Gamora? Sie hat sich entschieden. Du lässt sie im Stich? Und Nikki? Was, wenn es Groot wäre? Würdest du ihn auch zurücklassen? Ich bin Groot. Sag sowas nicht, darum geht es auch gar nicht. Wirklich nicht? Wir wollen doch ein Team sein. Und Teams lassen niemanden zurück. Sag das der verdammten Armee von Robotern und hirntoten Gläubigen, der wir eben gerade noch entkommen sind. Gamora! Gamora weiß, dein Vertrauen zu würdigen. Ist das? Oh ja. Wie bist du entkommen? Spielt keine Rolle. Ich hab versagt, Riker lebt noch. Noch? Wir müssen zurückgehen. Wir können Nikki nicht dort lassen. Nicht auszudenken, was er aus ihr macht. Bla bla bla, Flak, schon klar. Vaterkomplex und eine schlimme Kindheit. Buhu. Rocket! Was? Ist doch wahr. Weißt du was? Du bist hier nicht die Einzige, der es schlecht ging. Aber wir müssen nicht gleich Selbstmord begehen, nur weil sich ein Pseudopriester-Knallkopf verlegt hat auf Überraschung, Knallkopfsachen. Wenn wir zurückgehen, sind wir tot! T-O-H-T! Tot! Ich bin Groot! Ich sterbe lieber mit Ehre als ohne. Wie sind die jetzt wieder drauf? Ich bin Groot! Also, hauen wir jetzt endlich von hier ab? Noch nicht. Wir sollten erst versuchen, Cosmo zu finden. Ich bin Groot. Aber wie? Toller Plan. Nur reagiert er nicht auf den Pass, oder? Aber was bleibt uns anderes übrig? Wir haben keinen Funk. Naja, also wir haben vielleicht, doch Funk. Er war nicht so verflagt, wie ich ursprünglich dachte. Echt jetzt? Groot sollte ihn erreichen können. Oh Gott, das war... Okay.
Das war ein Schlacht. Als ob Mordmama heute stichwütiger ist als sonst. Hey! Mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum! Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub! Ich bin Groot! Streng! Entschuldigung? Ich bin nicht der Meinung, wir sollten uns den Flurkins zum Fraß vorwerfen. Stimmt, Strax? Ja. Das kann auch wild werden. Die Schwung ist wieder offen. Was meinst du, Kumpel? So ohne Contraxia. Was wird da wohl der nächste Entertainment-Hotspot werden, hm? Ich bin Groot. Ein Asteroid, was? Aus dem letzten Team gerade so nur aus den Fängen des Quills entkommen. Hey, Gamora! Und jetzt müssen wir irgendwie wieder rein. Ach komm schon. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Du hast vorhin ein paar heftige Sachen gesagt. Willst du vielleicht darüber reden? Ich brauche keine Aufmunterung. In Zungen anstimmen, zurückziehen. Okay. Auch gut. Dann reden wir nicht. Singen wir eben. Was? Oh, 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 who's the hunter? Who's the game? You feel the beat. Call your name. Komm, du kennst das doch. I hold you close in victory. I don't wanna tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Na los, sing mit! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of Hike. Was? Bang, bang. I am the warrior. Das Lama hat mitgesungen. Das war's. I am the warrior. And heart to heart you'll win. Siehst du? Einfach singen. Okay, den Song mag ich. Damit kriegst du mich immer. Worüber wolltest du reden? Willst du über den jetzt armloseren Typen reden? Was gibt's da zu reden? Du hast seinen Arm abgehackt. Mehr aber auch nicht. Er ist immer noch da draußen, mitten sie doch den Kopf und manipuliert ziehen sie mit seinen Lügen und verflagten Versprechen. Damit alle glauben, wir können sie nicht zurückbringen. Wen hast du gesehen? In deinem Versprechen. Ich habe das Gefühl, es war nicht Thanos. Niemanden. Nichts, es war nur eine Lüge. Und deshalb müssen wir es beenden. Okay. Ich arbeite dran. Aber lass bitte den Frachtraum in einem Stück. Könntest du bitte? Okay. Ich will eigentlich nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Nach dem Ende des letzten... Was ist bloß los mit ihr? Wir müssen zurück. Klar, wir sind Helden, aber das hat Grenzen. Ich habe gesehen, wie du die Steuerung der Notfalltüren angestarrt hast, dummes Lama-Ding. Du solltest nicht versuchen, sie zu fressen. Ich hoffe, das war Lama-Sprech für "Ich werde dein Schiff nicht kaputt kauen". Und das war hoffentlich eine Bestätigung. Aha, unsere Sammelsachen. Peter, wir müssen... Gamora. Hey. Ist das... Corells Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg? Ja. Ich habe sie aus ihrem Büro gerettet. Ich wollte sie ihr zurückgeben, bis... Niemand konnte vorhersehen, dass Corell tot ist. Oder dass Nikki die Matriarchin ist. Oder dass sie vielleicht mein Kind ist. Das auch. Sie wird Fragen haben und ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie bist du mit Mom zusammengekommen? Warum warst du nicht da? Willst du mich überhaupt? Ich bin schon wie mein Dad. Willst du mit mir üben, ihre Fragen zu beantworten? Abwesender Vater, über den Krieg, Gespräch beenden. Corell hat mir nie von Nikki erzählt. Sie hätte es vor 3 Jahren tun können, hat sie aber nicht. Was ist passiert? Du musst versprechen, mich nicht zu sehr zu verurteilen. Das kann ich nicht versprechen. Ich verurteile gern andere. Na gut. Corell hat mich möglicherweise mit einem entführten 12-jährigen Mädchen erwischt.
Okay, dann verstehe ich, warum Corell Nikki nicht erwähnt hat. So war es nicht. Ich habe das Kind nicht entführt. Es war Yondu. Ich habe gesagt, es sei falsch und er müsse sie zurückgeben, aber er sah es anders. Also stahl ich die Milano und wollte sie zurückbringen. Und dann fing Corell mich zufällig ab. Mhm. Nach dem Galaktischen Krieg gingen Corell und ich getrennte Wege. Ich kehrte zu den Ravagers zurück. Sie trat dem Nova Corps bei. Es gab für uns keine gemeinsame Zukunft. Als sie mich mit dem Kind erwischte, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sah, da wusste ich, ich musste ein neues Leben beginnen. Auch wenn ich dafür Yondu ausliefern musste. Deinetwegen steckt Yondu im Kiln? Kein Wunder, dass auf deinen Erdnamen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er war bestimmt angefressen. Yep. Aber ich würde es wieder tun. Was mich trifft, ist, dass Corell viele Gelegenheiten hatte, mir von Nikki zu erzählen. Sie hat es nie getan. Wenn ich's gewusst hätte, vielleicht... Wichtig ist, dass du es jetzt weißt. Ja. Liebendem Krieg. Ich habe Nikki schon einen Teil der Geschichte erzählt. Aber nicht alles. Was hätte ich sagen sollen? Hey Kleine, ich war mit deiner Mom zusammen und bin vielleicht dein Dad? Das eher nicht. Ich meine, wir hatten Krieg. Ich habe mit den Ravagers Versorgungsketten der Chitauri angegriffen. Piraten, du weißt schon. Niemand von uns hatte außer Überleben langfristige Pläne. Vor allem keine Kinder. Ich habe Corell nur getroffen, weil die Chitauri zur Erde wollten. Merkur, ja, ich erinnere mich. Richard Ryder hatte einen Außenposten auf der Planetenoberfläche eingerichtet. Einen unterbesetzten, schlecht bewaffneten und hoffnungslos unterlegenen Außenposten, der gegen die Chitauri nicht die geringste Chance hatte. Es war klar, dass ich was unternehmen musste. Das würde Nikki verstehen, denke ich. Es war so knapp, Gamora. Als ich Yondu zur Hilfe überredet hatte, war der Außenposten schon gefallen. Wir dachten, wir kämen zu spät. Und als dann Corell und ihr Trupp aus diesen Höhlen kamen, sie war so unfassbar knallhart. Ihre Truppen waren völlig ausgelaugt, aber sie wollte den Merkur nicht kampflos aufgeben. Das klingt definitiv wie die Corell, die ich kenne. Ich wollte Yondu überreden zu bleiben und den Außenposten zurückzuerobern, aber er sah keinen Sinn darin zu sterben. Also blieb nur ich. Wir haben stundenlang Strategien entworfen, oft bis tief in die Nacht. Nach 3 Tagen stand der Plan für den Gegenangriff. Und er war immer noch riskant. Wir dachten, wir würden sterben. Seid ihr aber nicht. Nein, sind wir nicht. Und jetzt muss ich irgendwie meinem Kind, das mir fremd ist, beibringen, dass seine Mutter tot ist. Ach, wie auch immer. Bis wir Nikki zurück haben, warten größere Aufgaben auf uns. Das hier kann warten. Stimmt. Aber wenn du bereit bist, darüber zu reden, sei einfach ehrlich zu ihr. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Und wie ist der Plan jetzt mit dem... der Sperre? War da nicht irgendwas mit einem gesperrten Antrieb? Hoffentlich trifft jemand die richtige Entscheidung und bringt uns aus der Schusslinie dieser Kirchenidioten. Ich bin Groot. Das ist keine Feigheit, sondern pure Vernunft. Moment, hältst du jetzt etwa zu Team Grün? Ich bin Groot. Mehr als ein bisschen würden wir auch nicht schaffen, bevor sie unser Hirn blank schrubben und uns an Glaubensreaktoren fesseln. Ach, wir schaffen das schon. Husch, husch, mach Platz! Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt! Meinem Schiff! Husch, flag dich! Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Alter. Ich bin Groot. Quill und ich müssen uns nicht versöhnen. Ich bin Groot. Wenn Quill die richtige Entscheidung trifft und uns weit weg von der Kirche fliegt, betrachte ich uns vielleicht offiziell als quitt.
Ist jemand da drin? Drax? Alles klar bei dir? Mach auf! Peter Quill! Kommst du zu uns ins Cockpit? Du hattest doch wieder Unterricht für Cosmo. Vielleicht werde ich sie aufschreiben. Drax. Entschuldigung. Ich verlasse den Waschraum gleich. In wenigen Ticks. Moment. War das meine Zahnbürste? Er braucht nur eine Zahnbürste. Dringend. Hey Rocket, hast du eine Minute? Gut, gut, ich mach dir dein dummes Zeug. Sag mir nur, was du willst. Ja, was will ich denn? Nix. Wenn ich für jede Minute mit deinen Flag-Ideen verschwendete Zeit auch nur eine Unit bekäme. Na, hier ist gut. Ich bin gut. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Groot. Ja. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Gibt's was Neues? Oha. Das war mal wirklich. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel, wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Cosmos Pfoten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Ach du Schande. Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum-Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Niet. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar. Und Worldmind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Wächter von Galaxien müssen unbedingt. Aha. Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin Groot. Ach du Scheiße. Werden wir angegriffen? Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flag bist du? Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Mhm. Lethal Legion? Wohl eher Loser Legion. Wir sind umzingelt. Hör mal, ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Lady Hellbender lässt grüßen, ihr sogenannten Wächter der Galaxie. Gleich werdet ihr eliminiert. Nein, du wirst gleich eliminiert. Cool. Ja, wahrscheinlich in dieser Reihenfolge. Wir schaffen das. Wahrscheinlich. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Oh je. So wird das nie was. Kanal mit weniger Arschloch-Inhalt. Ich bin Groot. Die Flagge halten ihn irgendwie gewaltsam offen. Panik wäre angebracht. Eure Todesschreie werden als Beweis eures Untergangs aufgezeichnet. Jämmerlich. Ich hab bloß keinen Todesschrei. Ich glaube, so letal ist diese Legion gar nicht. Ja.
stehen unter Beschuss! Ach, scheiße. Lass dich nicht treffen, Quill! Ich versuch's ja, verdammt! Ich freue mich zu retten. Ich zu schießen. Vertraut mir. So ein Dreck. Ich treffe mich nicht mal. Keine schlechte Frage. Diese Schiffe starten nicht schnell genug. Narren, wir haben die besten Kämpfer der Galaxie gegen euch. Sicher anders. Wird sie kaum getroffen. Gutes Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen, richtig? Normalerweise wäre das ein gutes Training, aber Captain Prudence Timing ist genauso schlecht wie sein Kostüm. Du darfst gerne angeben, Quill. Sie haben mein Baby beleidigt. Aber schieß auch, während du das tust. Oh oh. Halt durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Können wir Lady H nicht einfach den Schuldschein schicken? Oh oh. Ich bin getroffen. Ich sehe die noch nicht. Diese Typen machen diese Art des Timings. Noch ein Problem für unseren Haufen von Problemen. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? So viel, denn sie werden das hier nicht überleben. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst sie doch nicht mal fliegen. Mach bitte einen Kurzschluss. Ich bin euch nicht gerne da. Der Freitag Morgen Latte redet wieder wie ein Wasserfall. Oh oh. Ach du Scheißdreck. Das hätten wir fast geschafft. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen können. Und nochmal von vorne. Such einen Kanal mit weniger Arschlochinhalt. Hier sind wir bis zum Ende des Teams. Die Flagge halten die irgendwie gewaltsam offen. Panik wäre angebracht. Eure Todesschreie werden als Beweis eures Untergangs aufgezeichnet. Das Level wird mein Ende sein. Ich hab den Typen erwischt! Wir stehen unter Beschuss! Ich darf's gerne angeben, Quill. Sie haben mein Baby beleidigt. Ja. Gebt nur an, während ihr sterbt. Wo ist Rex, der Zerstörer? Mein Auftrag umfasst 5 von euch. Keine schlechte Frage. Steigt auf für besseren Winkel, falls es zu heiß ist. Oder ziele einfach mit den Waffen auf sie und greif an. Waffen nur jetzt. Und Frauen zu finden, ist das für ihn. Halt durch, Kumpel! Noch haben sie uns nicht getötet! Fünf. Können wir Lady H nicht einfach den Schuldschein schicken? Sie wird die Bezahlung in Blut wollen, wahrscheinlich in deinem. Mach bitte einen Fluchtversuch. Ich bin euch zu gerne da. Niemand flieht hier, du Schockhändler! Ach du Scheiße. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Mehr als dieser Ravager schon wert ist. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst sie doch nicht mal fliegen. Diese Schiffe starten nicht schnell genug. Nur noch ein Lego-Lahmhirn übrig. Einer noch. Dreht keinen Sturz, wir haben gerade jede Menge von euch erledigt. Das war's dann wohl. Wer ist jetzt die niedere Lebensform? Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Ach du Scheißdreck. Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Der ist groß.